Und das tut mir natürlich im Herzen weh. Aber so ist es. Wie meine Mutter immer schon gesagt hat, du kannst dann mit einem Arsch auf 10 Kirtag tanzen. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jo Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Ich bin mega gut drauf, denn guckt euch das mal an. Abgesehen davon, dass ich hier drei Streifen habe. Wenn man hier Tape hat und die Sonne drauf scheint, dann sieht man genauso spastisch aus wie ich. Wie ein Zebra, was schon Dreck gevögelt hat. Also sehr, sehr hässlich. Finger ist noch nicht ganz fit. 2 Wochen kein Sport, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Was gibt's sonst Neues zu erzählen? Ja, Gucci-Level. Ein ganzes Video, das Fake Gucci Shirt, ein ganzes Video, wo ich 6 Minuten lang darüber quatsche, warum ich mir dieses Shirt gekauft habe und warum es sich als Fake entpuppt hat, ist vollkommen unnötig, denn das Shirt ist original. Der Modeexperte hat zugeschlagen. Das Shirt ist aus einem anderen Material als das weiße Shirt, das ist nun einfach mal so. Das habe ich nicht gewusst, weil ich ja nur das weiße gehabt habe und ja. Hab mich täuschen lassen. Dieses Shirt ist tatsächlich original. Trotzdem ist es mir zu klein, also schaut vorbei auf Bump Max Obemi. Da findet ihr das Shirt zu einem Preis von keine Ahnung. Wir haben heute ein besonderes Thema, liebe Leute. Ja? Die 3 schlechtesten Marken im Jahr 2019. Die einfach die Loser-Marken. Diese 3 Marken haben im Jahr 2019 verkackt. Der Hype nimmt ab. Und meiner Meinung nach lohnt es sich nicht mehr, diese zu kaufen. Das ist aber nur meine Meinung, Leute. Das ist kein allgemeingültiges Gesetz, sondern mein persönlicher Eindruck der 3 Marken, die ich nennen werde. Aber wir kommen zu einer Marke, die dieses Jahr auf Platz 1 schießen wird. Und das ist meine Marke. M&M, liebe Leute. Anfang September kommt meine neue Marke. Die Kollektion ist im Prinzip keine Kollektion. Es sind 2 Stücke, ein Shirt und ein Hoodie. Mit einem ganz besonderen Symbol, darauf möchte ich gar nicht so viel verraten, aber Anfang September kommt das Ganze dann endlich online. Weil so viele von euch schon gefragt haben, verrate ich euch die Preise. Dadurch, dass wir die Quality ganz weit nach oben schrauben, werden wir auch in einem höheren Segment spielen. Das heißt, die ursprünglichen Preise würde ich mal verdoppeln, mal verdreifachen. Und dann kommen wir circa zu dem Endpreis, weil wir in einer ganz anderen Range spielen, was die Qualität und das Design betrifft. Wir gehen weg vom Merch, wir kommen hin zu einer ganz eigenständigen Marke und ich freue mich schon mega drauf, bin natürlich auch mega gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wer auf alle Fälle koppen wird. Und jetzt quatschen wir gar nicht mehr länger lang. Kommen wir zu Platz Nummer 3 der Marken, die im Jahr 2019 verkackt hat und noch weiter verkacken wird. Und wie man es im Hintergrund schon erkennen kann, ist die Innovation und Designfähigkeit der Marke Supreme genauso schwach und schlecht wie die Haftbarkeit der Sticker, die sie produzieren. Wie komme ich dazu, so eine wagemütige Behauptung aufzustellen? Aus dem einfachen Grund, was die Qualität betrifft, war ja Supreme nicht unbedingt ein Vorreiter. Aber die letzte halbwegs tragbare Kollektion, die sie herausgebracht haben, und im Prinzip waren das nur ein paar Shirts und ein paar Hoodies, waren mit der Kooperation mit Swarovski. Das war das letzte Piece, was ich von Supreme gefeiert habe. Es ist jetzt noch nicht so lange her. Aber ansonsten kam seitdem nichts mehr Gutes, nichts mehr Lässiges. Ich glaube, die letzte Kollektion, die wirklich noch cool war, war irgendwie die mit diesem Schlangenleder, wo sie die Zelte und diese Jacken herausgebracht haben und das war... Nein, Stone Island war auch noch eine gute Kooperation. Ja, tatsächlich, ich bin der Meinung, dass mit Stone Island eine gute Kooperation war, weil Stone Island mausert sich schon langsam. Im Gegensatz zu früher möchte ich auch dazu sagen. Aber Supreme, für mich eine Marke, die es sich für mich nicht mehr lohnt, sich zu kaufen. Weil es passiert nichts Neues, es passiert nichts Cooles, das Logo bleibt immer das gleiche. Die Designs sind entweder viel zu abgespaced oder... ja, einfach viel zu basic. Einfach nicht mein Fall. Wie man auch merkt, bekommt man jetzt, wenn man auf Supreme geht, immer wieder Dinge einfach so. Ja, also man kann die immer noch kaufen, weil die einfach nicht mehr ausverkauft werden. Man merkt eindeutig einen Rückgang und andere Marken treten hier immer wieder zum Vordergrund. Und es gibt für mich auch Winner-Marken im Jahr 2019. Wenn ihr meine Meinung über die Winner-Marken hören wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Dann machen wir auch noch die 3 Winner-Marken im Jahr 2019. Also Supreme, für mich, meiner Meinung nach, eine Marke, die wirklich stark nachlässt. Eigentlich schlecht, wenn ich mal so das Design von meinem Zimmer ansehe. Wir kommen direkt zum Platz Nummer 2. Schreibt mir aber vorher noch jetzt am besten in die Kommentare, ob ihr meiner Meinung seid. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Und wir gehen jetzt direkt zu Platz Nummer 2 der Marken, die dieses Jahr ziemlich verkacken. Und das ist für mich ganz eindeutig die Marke... Jetzt habe ich es vergessen. Ah, wie konnte ich es vergessen? Yeezy, liebe Leute. Yeezy ist die Marke, die dieses Jahr
auch weiterhin verkackt. Also die einzigen, wir reden jetzt nicht nur von den Schuhen, sondern natürlich auch von den Klamotten, die von Kanye West produziert werden. Natürlich nicht immer in der Kooperation mit Adidas, sondern sein Klamottenlabel, das macht er logischerweise selbst. Wir sind weg von diesen Cremefarben, wir sind weg von diesen komplett oversized Schnitten, also wirklich schon so als wärst du 8 Jahre alt und hättest dir das Shirt von deinem übergewichtigen Bruder ausgeborgt. Von dem gehen wir schön langsam weg. Es wird nicht eng, ja? Es bleibt oversized, aber die Schnitte werden ausgeklügelter und auf die Figur angepasster, als das früher noch gang und gäbe war. Wie zum Beispiel bei den ewig weiten Essentials T-Shirts. Da sind wir wirklich in einem oversized Bereich. Und das Ganze geht etwas zurück, bleibt aber oversized, nur wird es nicht mehr so, ja, klobig. Das hat Yeezy noch nicht ganz verstanden. Sie bleiben auch immer noch bei ihren Sand- und Erdtönen. Habe ich das Gefühl, stirbt schon langsam auch aus. Calabasas auch nicht mehr ganz so cool. Und die Schuhe selbst, ja, Freunde, 350er. Für die Masse jetzt einfach erwerblich gemacht. So ziemlich jeder, der einen Yeezy tragen möchte, kann sich den auch holen. Das heißt, Kanyes Traum geht endlich in Erfüllung. Aber die Exklusivität und die Coolness dieser Marke geht einfach dadurch verloren. Sei es 350er, sei es 500er, sei es die 700er. Es sind alles nur mehr Basic-Modelle. Hier werden keine Milestones mehr geschaffen im Modebereich, so wie wir es von Kanye West eigentlich gewohnt waren. Für mich die Marke, die eindeutig den Platz 2 verdient hat. Und traurigerweise gehen wir jetzt zum Platz Nummer 1 über, der für mich schleppend gekommen ist. Ab dem Zeitpunkt, wo Virgil Abloh Head Designer von Louis Vuitton wurde, befand sich die Marke Off-White am absteigenden Ast. Und es ist einfach genauso, wie ich es jetzt sage. Meiner Meinung nach steckt Virgil Abloh seine komplette kreative Potenz in die Marke Louis Vuitton. Und das ist auch der Grund, warum Louis Vuitton eins der Winner-Marken wäre, wenn ich ein Video darüber drehen würde. Also schreibt es in die Kommentare, ob ihr das wollt. Nein, man merkt es einfach. Man merkt es an den Designs, dass es jetzt einfach zurückgeht. Hier gibt es nichts Neues. Viele Designs, die bei Off-White entwickelt wurden, werden jetzt einfach 1:1 in die Marke Louis Vuitton gepumpt, nur einfach besser umgesetzt. Also ich bin gespannt auf die nächste Kollektion, ob sie das nochmal retten können. Mit Gore-Tex gibt es Kooperationen, die aufgehen könnten, aber bei den restlichen Dingen, es ist nur mehr das Kreuz, das berühmte Off-White-Kreuz, was damals plakativ wichtig war, um zu zeigen, dass es Street-Style wird. Jetzt aber nur mehr in bunten Farben und allen möglichen Abwandlungen auf jedes Pflaster geprintet, egal ob es Graffiti ist, egal ob es einen Meereshintergrund darstellt, dieses Kreuz. Es ist überall das Gleiche und es passiert einfach nichts Neues und drum ist für mich einfach Off-White verdient die Marke, die im Jahr 2019 zurückgeht. Freunde, bevor ihr 250 Euro ausgibt für irgendein Off-White-T-Shirt, was euch vielleicht gar nicht so zusagt, ihr aber einfach was Cooles tragen wollt, dann seht euch um nach anderen Marken. Es gibt so viele coole Marken, die jetzt gerade neu kommen, die es natürlich schon länger gab, aber wo ein Designerwechsel passiert ist, wie zum Beispiel Louis Vuitton. Louis Vuitton ist nur deshalb wieder cool, weil Virgil Abloh jetzt den ganzen Scheiß macht. Also da merkt man halt einfach, dass das Designer das meiste ausmachen. Also das Design ist gemeinsam mit dem Schnitt das Wichtigste an einer Marke. Die Qualität ist natürlich auch wichtig, aber wenn wir uns jetzt das neue Dior-Shirt anschauen, was ich mir vor kurzem gekauft habe, ich habe es eh... Die Qualität selber ist nicht mal so Bombe vom Shirt. Der Stoff ist relativ dünn und das teure Shirt wäre noch geiler gewesen. Aber das Design, Leute, viele können jetzt meinen, ja, das ist schwul und das schaut kacke aus. Okay, aber für mich persönlich ein richtig nices Design. Und zwar gemeinsam in der Kooperation mit einem Künstler, Sorayama heißt er, der ist bekannt für diese Prints, aber da möchte ich gar nicht länger drauf eingehen. Wenn ihr ein Video mit den Winner-Marken sehen wollt, dann schreibt mir das, wie gesagt, in die Kommentare. Fazit des Tages, die Loser-Marken im Jahr 2019 auf Platz 3 Supreme, auf Platz 2 ist es Yeezy und verdient auf Platz 1 die Marke Off-White und es tut mir natürlich im Herzen weh. Aber so ist es, wie meine Mutter immer schon gesagt hat, du kannst dann mit einem Arsch auf 10 Kirtag tanzen, wenn man seine ganze Potenz in die Marke Louis Vuitton steckt, darf man sich nicht wundern, wenn einem die Lego-Burg an einem anderen Ende zusammenbricht. Das sind meine Abschlussworte, liebe Leute. Seid gespannt auf September, wenn ihr meine Marke... Wenn ihr gespannt seid, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und noch nicht Teil der Maximilian Army seid, dann folgt mir auf Instagram. MaxOverMe heiße ich da. Und natürlich lasst auch hier ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht mit dem Winner-Marken im Jahr 2019. Das war's von mir, euer Maximilian.